Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bioshock. Wir wollen jetzt hier in die Lobby. Mal sehen, was uns hier erwartet. Little Sister. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir? Ich sehe nicht, dass du mit mir spielst. Ich sehe es. Komm. Mal. Nein. Zieh dich. Für eine. Zieh dich. Wow. Wow. Die heißt also Big Sister. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die... Okay, wissen wir wenigstens, was Sache ist. Der Tuse gerade. Wow, der Kampf war echt heftig. Ich das nicht? Ne, hab ich noch nicht gesehen. Ach, guck mal, wo kommen wir hier hin? Okay. Anscheinend hier. Wohin? Oh, hier ist noch Bandagen. Und eine Stiefspitze, die ich jetzt auch bald wieder brauche. Oh, Tagebuch für uns. Yay, Tagebuch. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit, von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Boah, da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Oh. Sein Vermächtnis. Vermächtnis. Ist das die Vorgeschichte zum ersten Teil? Oder. Also quasi. Wir werden im kalten Bauch des Ozeans wiedergeboren. Ah ja. Womp ist Gebärmutter, nicht Bauch. Oh. Boah, ich mich vor mir selber erschreckt. Meinen eigenen Schatten. Ja, muss man erstmal schaffen, ne? Das sieht gar nicht gut aus hier. Ist wahrscheinlich jetzt Runde 2 oder wie? Geh mal runter. So. Was? Nein! Oh. Ich will hier weg. Fuck. Dass ich einen Taucheranzug an habe. Fuck. What? Was ist passiert? Oh, da muss ich jetzt wahrscheinlich lang. Verzieh dich, du. Hihi. ja, so. Ich versuche nochmal hier. Irgendwie rauszukommen. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit.
Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay, ich habe jetzt in irgendeiner Leiche hier ein Tagebuch gefunden. Okay, das so kannst du nicht hören, muss das auch mal an. Und wir sollen zur Bahnstation immer noch. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lissy und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Pleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Heftig. Die will hier alle anscheinend festhalten, hier unten. Keiner darf hoch. Aber das war auch gerade hier eine schöne Szene, wie der Big Daddy die kleine Little Sister da beschützt hat. Ja. So, jetzt marschieren wir hier mal weiter. Wollen ja auch noch das, was passiert. Auch wenn ich schon wieder genug Action hatte für heute. Mit der Big Sister gerade. Will ich erstmal vernünftige Ausrüstung haben. Ist ja schlimmer als gegen den Big Daddy. Ah, hier liegt das. Ha. Hab ich doch irgendwie ein Gefühl. Irgendwie muss hier so ein Ding, wenn das da ist, muss da was liegen. Gaming-Erfahrung. So, gucken wir mal. Unter Wasser. Wo landen wir jetzt hier? Holy shit. Geil. Willkommen in Rapture, der schönsten Stadt der Welt. Wo waren wir denn dann gerade? Könnten wir da auch noch zu. Boah, das ist ja riesig. Voll geil. Ja, schnauf nicht so. Okay. Hallo, meine kleine, große Schwester. Warum können wir nicht einfach zusammen die Diddle Sisters beschützen und Adam sammeln? Und dann Lamp platt machen. Ja, ich weiß, du arbeitest für Lamp. Jetzt beschwer dich nicht. Danach bist du frei. Oh, Druckkammer. Die sieht alt aus. Oder jedenfalls schon lange unter Wasser. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Wie am ersten Tag. Sehr schön. Musik ist immer noch das Beste in dem Spiel. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten den Computer nicht aus. Nee, bestimmt nicht. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Dann lass mich auch hier raus. Du bleibst hier, mein Freund. Wo sind wir denn hier jetzt? Jetzt sind wir im Atlantic Express. Anscheinend. Wo das auch immer ist. Wahrscheinlich bei der Bahnstation oder so. Tauchanzüge. Da labern welche. Werden wir erstmal Spinde zu durchsuchen mit Pep-Riegeln drinne. Lass noch einen Spinnen. Frischwasser. Was krieg ich da durch? Nichts. Dosenfleisch. Und noch mehr Gesundheit. So, wo sind wir jetzt hier? Wartungseinrichtung vom Atlantic Express. Der Atlantic Express scheint die Bahnstation zu sein. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg hier. Den habe ich aber. Nun. Die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Schon doof.
Heckwerk? Da ist Heckwerk. Heckwerkzeug? Heckpfeile? Du hast das Heckwerkzeug gehalten. Drücke. Okay. Ich kenne also jetzt irgendwie so komische Pfeile. Und dann muss ich F drücken. Ach nee. Willst du mal schon drücke F, sodass die Nadel im grünen Bereich... Ah, keine... wie heißen die Dinger hier? Ihr wisst schon, ich meine hier Wasserspielereien mehr. Sondern nun... Oh. Tool Dispenser, ja. Dann gib mir Tools. Ah, ich werde nicht mehr aufgehalten, wenn ich eine Eve-Spritze nehme. Sehr schön. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum mein Eve nicht leer geht, aber ich immer Spritzen verliere. Türsteuerung, was ist das? Ja, die ist ja... So. Wir werden wieder gewonnen. Oh! Ein kleiner Sicherheitsbot. Oh. Da sein Kraft und Entfernung, wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Ja, dass Blau besser ist, habe ich mir gerade schon gedacht. Wir haben es einfach mal gemacht. Mehr als sterben kann ich ja nicht. Also besser als das normal grüne Hacken ist. Mal sehen, wie es wird. Verpiss dich. Was will der hier? Da war doch einer. Genau gesehen. Wow. Hallo, ist der noch ganz? Ganz? Aha. So. Hier spricht Dr. Sophia Mann. Andrew Ryan. Aha, also es spielt anscheinend nach Teil 1, sonst wäre Andrew Ryan ja nicht tot, da wir ihn ja umgenietet haben, umgelegt haben oder so. Ich höre irgendwas, wahrscheinlich muss ich in die Gate Control rein, deswegen gucke ich erstmal hier nach. Keine Vorräte, auch Menno. Gib mir Supplies, gib mir irgendwas. Vorhin liegen noch Nieten rum, aber Nieten sind voll. Und ein Tagebuch. Sehr schön. Und Geld, Dora-Treibstoff, den ich auch bald wieder voll haben werde. Aber hören wir uns das Tagebuch mal an. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Anscheinend war das nicht die beste Idee, sie hier runter zu holen, aber versuchen wir mal das Tor zu öffnen. Wow, was ist... Wo bin ich jetzt? Hallo? Ah, okay. Please stand by. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, wenn hier jetzt zu ist. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Ah ja, auf jemanden schießen. Sophia Lamp, sie hat dich gefunden. Ein Akt der Liebe, Junge. Ja.
Nicht hier raus! Und da bin ich eine Etage tiefer. Okay. Ich suche Leichen nach Beute. Ja, super. Hier sind aber keine Leichen, oder? Nee. Also mache ich das schon die ganze Zeit. Ich habe Bioshock 1 gespielt. Kannst du doch wissen. Guck's einfach mal meine Speicherstände an. Oh, geht jetzt hier tief. Ja, und ich sehe hier, wir machen hier mitten unter Wasser einen kleinen Cut, weil die Zeit schon wieder um ist. Tschö mit Ö. Ciao. Mit V.